Tschumcha. Hallo und herzlich willkommen. Ach, das ist ein Haus. Nee. Es ist doch kein Haus, was man kaufen kann. Da ist jemand drin. Klopfen wir mal an der Tür. Wir sind natürlich jetzt mit ganz miesen Bedingungen hier hingegangen. Er ist jetzt auch einfach nur nach hier gekommen, nachdem er dann wach geworden ist. Das war auch nicht so clever hier. Ach, so, so. Ja, komm rein, dann geh auch. Geh auch. Gibt's hier irgendwo eine Toilette? Eigentlich sollst du dem weiter folgen. Mal schauen, findet er eine Toilette oder findet er keine Toilette? Das ist sehr altertümlich, aber doch irgendwie schick eingerichtet. Er hat eine Toilette gefunden. Guckt aber immer noch ziemlich böse. Okay, er braucht Spaß und hat Hunger. Da werden wir doch mal gucken, was wir tun können. Oder was wir selber tun können. Was war das? Sind die da unten so am Brummbrüllen, oder? Oh oh, ich befürchte. Da ist diese Irre auch mit bei, okay. Er guckt Fernsehen. Das wäre natürlich nur eine Möglichkeit, wenn ich mir jetzt einen Fernseher besorgen würde. Wobei, ich glaube, bei ihm wäre das schon, würde das schon ausreichen, wenn ich dann da irgendwie Kunst reinstelle. Ah, sie möchte sich unterhalten, das ist gut. Ah, Kaba. Ah, so, so. Action-Kanal schon. Mach doch mal diesen Kram weg. Du sollst mit ihr reden. Ja, aber thanks. Was ist neu? Griffin. Hips. Ich habe gehört, im Geheimlabor sollen merkwürdige Dinge vor sich gehen. Die Wissenschaftler und das Militärpersonal können vielleicht zur Aufklärung der Situation beitragen. Okay. Dorko Peyu Rubar. Piguna. Tills. Oh, Pempini. Veruda. Oh, Abini Shrosies. Nuloy. Oh. Washa Zabris. Baribi Danse. Ja, red bloß nicht mal weit. Oh, was passiert denn da hinten? Also irgendwie sind die alle ein bisschen seltsam hier. Erzähl dir mal eine deiner Verschwörungstheorien. Oh, Batoi, Skiba. Dag Dag. Hey, Naswarba. Chilo Livka. Verbotene Wörter in die Ohren brüllen, okay. Okay, aber er hat auf jeden Fall Hunger. Dann schauen wir doch mal, was es denn hier noch so gibt. Frühstück, frühstücken. Wieso Frühstück? Achso, wir haben schon 16:30. Oh, er muss bald... Machen wir mal Rühreier mit Speck. Er muss ja auch was gegessen haben, bevor er dann zur Arbeit kommt, deswegen... Sei nicht traurig, mein Junge. Wie, das dulden wir hier nicht, hier auf, hallo? Na, Gora! Okay. Ziemlich creepy.
Ich meine, vielleicht hätte er auch was angeboten von dem Essen. Okay. Gut, dass ich so nicht vor der Pfanne stehe. Hey, hallo, du solltest ja auch was essen. Junge, geht es noch? Du sollst das auch essen. Du musst das erstmal weitermachen, okay? Du kannst danach tanzen, los. Wieso hat der jetzt aufgehört? Das verstehe ich jetzt aber ja nicht. Böses Rührei, böses Rührei. Mach es tot. So, wenigstens isst der jetzt was. Da hinten läuft einer. Also ich habe so das Gefühl, der ein oder andere hier ist noch relativ normal oder ist noch normal. Aber sehr viele sind es halt eben nicht. Ich habe schon gedacht, irgendwas passiert jetzt, wenn er jetzt an der Pflanze vorbeiläuft, aber anscheinend nicht. So, okay, dann würde ich sagen, dass wir das Ganze jetzt mal ein bisschen beschleunigen. Leonie ist zu Hause. Ist angespannt. Wieso können wir denn nicht zu ihr gehen? Hallo? Kontrolle. Genau, umschalten. So, dann wollen wir mal gucken. Spaß, ihr fehlt der Spaß. Ja, ich würde sagen, dass wir mal Elektronik. Was ist das denn für ein Vieh? Ach so, ein Kinderfernseher, okay. Ach du Scheiße. Was zur Hölle? Wie teuer sind die Dinger denn? Okay. Ja, haben die keine... Doch, oder? Wandlautsprecher, fröhliche Festtage. Das hört sich jetzt irgendwie nicht nach dem an, was ich eigentlich haben wollte. Die guten sind natürlich jetzt die extrem teuren. Gut, theoretisch könnte sie das jetzt natürlich... Oder erstmal eine Mini-Stereoanlage. Spaß 1... Spaß 4. Ich hätte natürlich schon gerne die große. Kabum ist 150. Zuverlässigkeit, Zuverlässigkeit. Okay. Ich hätte natürlich jetzt schon gerne so eine große. Intelligenter Lautsprecher. Der Heinz Z bietet neueste intelligente Heimtechnologie. Verwende ihn, um Lampen einzuschalten. Ah, Musik abzuspielen, ein Quiz zu spielen und vieles mehr. Der lernt dazu, wenn du, je mehr du mit ihm interagierst. Okay. Ja, was haben wir denn sonst noch, was Spaß macht? Also eigentlich wollte ich doch, fällt mir gerade ein. Also ein PC kann ich jetzt wahrscheinlich noch nicht kaufen, aber wir müssten doch irgendwo eventuell ein, was ist das denn? Ein Tablet. Ja, da könnte sie natürlich auch drauf spielen. Kommunikationsfähig. Achso, das ist nur für Kleinkinder. Digitales Grafiktablet. Gemäldequalität 4 und Malereifähigkeit. Ich meine, sie soll zwar jetzt nicht in die Richtung gehen, aber das wäre natürlich schon cool. Aber ich habe hier noch nirgendwo eine Staffelei oder so gefunden. Achso, ja, ist ja auch Elektronik. Aktivitäten und Fähigkeiten. So, machen wir einfach... Nee, machen wir einfach alle. So.
Globus Bar. Ja, da habe ich eine Vorschau von gesehen. Die ist richtig, richtig geil. Privates Tagebuch. Familien. Schachtisch. Na gut, wenn sie jetzt natürlich alleine mit dem Schachtisch arbeitet, ist es natürlich auch nichts. Heilmittelherstellstation. Oh mein Gott. Okay. Raketenschiff. Digicam. Ein Flügel wäre natürlich auch nicht schlecht. Die sollen ja doch sehr... was ist das jetzt da gewesen? Schreinertisch. Gut, das hat jetzt so... Moment. Staffelei. Wieso kann ich denn... Gemäldequalität. Schalte diese bei Level 4 der Malereikarriere frei. Bei Level 4 erst. Aber wieso bei Level 4? Man möchte doch zu Hause vorher schon was machen damit. Was ist das? Kiste der Freundlichkeit. Ja, tut mir leid, dass ich jetzt hier so ein bisschen durchgucken muss. Aber das ist, oh, das ist Wahnsinn, was man hier... Man wird ja quasi erschlagen, wenn man entsprechend viel an Zusätzen gekauft hat, muss man dazu sagen. Wird man ja hier quasi erschlagen mit den Sachen, die man machen kann. Kürbisschnitzbank, okay. Auch nicht schlecht. Fotostudio Blitzgewitter, perfekt für eifrige Freunde der Fotografie. Oh. Okay, das ist mal geil. Ja, an Fotografen habe ich jetzt gar nicht gedacht, wenn ich jetzt ehrlich bin. Stylingstation, okay. Aber ich würde eigentlich gerne... Was ist denn... Achso, Apparate ist dann... Okay. Was ist denn Lagerung? Ach, Bücher, genau. Die können natürlich auch lesen. Haha. Haha, haha. Aber keins unter 300 Dollar. Doch. Das ist Bücherregal für Kinder. Das ist unter 300 Dollar. 10 Bücherregal. Spaß 5. Spaß 5, Umgebung 2. Wobei ich jetzt nicht genau weiß, was das mit der Umgebung ist. Ich glaube, das ist... Ist das jetzt positiv oder ist es negativ, dass der den Platz wegnimmt? Oder nicht? Das weiß ich jetzt nicht mehr genau. Das ist schon zu lange her. So, ich würde sagen, ich nehme ein Bücherregal. Ernsthafte Studien. Soll wohl aber ein Kinderregal sein. Bücherregal, ernsthafte Studien XXL. Eltern, ist wohl Zeit, ein ernstes Wörtchen zu reden. Fördert die Bildung eurer Kinder? Verdoppelt ihr das Lernpotenzial eurer Kinder? Gibt es denn hier überhaupt nichts, was man hier für Erwachsene hat? Königliches Bücherregal? Jede Art von Literatur. Das hört sich doch schon mal gut an. Bücherregal, höchstes Niveau. Der bekannte Voodoo-Magier. Okay. Aber ich glaube, eigentlich ist es ja egal, ne? Aber das, ich muss schon sagen, das Große, was ich mir jetzt gerade so leisten kann, das finde ich schon ganz geil irgendwo. Wenn ich die Couch... Achso, nee, Moment, da wird ja die Essecke reingestellt. Obwohl in der Essecke... Ja, nee. Ja, nee. Da, wenn da die Essecke ist, dann könnte man... So, da kommt man rein. Und dann würde ich sagen... So, vielleicht eher so könnten wir das aufstellen. So, und dann machen wir schon mal den Vorschlagkammer... Damit wir... Hä? Kann ich das nicht? Doch. So. Meine ich doch, geht doch.
Muss man das vorher irgendwie markieren oder so. Okay. Gut, dann werden wir jetzt mal... Du musst ja jetzt nicht mit die ganze Zeit mit dem Ding rumdaddeln. Du kaufst dir jetzt ein Vampirbuch. Hast du überhaupt noch Geld? Du hast noch 90 Dollar. Enzyklopädie. Okay, dann haben wir jetzt gleich überhaupt gar kein Geld mehr. Aber wir kaufen uns jetzt die Enzyklopädie der Vampire. Was wahrscheinlich auch gut ist, weil sie ja Studien darüber anstellt. So. Du... Nein, mach mal Pause hier. Das ist mir hier gerade zu schnell. Wo ist ihr Inventar? Oder ging das nicht direkt hier drüber? Ne, es ging nicht hier drüber, oder? Arbeiten, Haushalt. Nein, es ging nicht hier drüber. Okay, schade. Inventar. Buch. Lesen. So, zack. Weitermachen. Was? Lest du mal, was haben wir denn hier noch? Ach, Grobel. Geheimdossier zusammenstellen. Okay, Vampirbuch freigeschaltet. Leonie hat das von Flavius. Das war aber nicht der eben, der hieß anders, oder? Während sie nach Vampiren gesucht hat, die kann jetzt unter Vampirgeheimnisse Band 1 der Enzyklopädie Vampirica am Computer kaufen. Hm. Toll, das wäre natürlich schön, wenn man denn einen PC hätte. Ich habe jetzt leider keinen. Schauen wir nochmal eben auf ihre Bedürfnisse. Der Spaß geht auf jeden Fall nach oben. Das ist schon mal gut. Um sich kümmern. Umschalten. Oh, was war da gerade? Hallo. Ich habe es nicht mitgesehen. Es war zu schnell weg. Ach so. Da stand nur, dass ich gleich arbeiten muss. Okay. Dann schau dir mal an, was haben wir denn hier alles? Moment. Unbändiger Verrat am Herzen. Liebe in Zeiten der Stulle, also diese Titel immer. Bauer ohne Frau, der Untergang von Grand Rodieck. Okay. Angel sie dir. Wir nehmen einfach mal Angel sie dir. Ich meine, er hat ja noch ein bisschen Zeit. Moment, was steht da? Leonie hat gelesen, dass Vampire sich tagsüber draußen aufhalten können. Ah, solange sie ein Dach über den Kopf haben, das die stärksten Sonnenstrahlen abhält. Okay. Das heißt aber damit anderen Worten, sie kann sich da nicht draußen aufhalten, oder? Also sie hat ja in dem Sinne kein Dach über dem Kopf. So, hör mal auf zu lesen hier. Du musst zur Arbeit, Junge. Hallo? Hallo? Bleibst du bei ihm? Geht der jetzt zur Arbeit oder nicht? Schöner Vorgarten so. Wo läuft er hin? Gehst du zur Arbeit? Ha? Ha? Zur Arbeit gehen. Geh zur Arbeit. Und nimm mich mit. Aber vermutlich schmeißt er mich jetzt nur... Ja, ich hab's gewusst. Er schmeißt mich nur zurück. Und lässt mich nicht zur Arbeit gehen. Schade. Ist jetzt schon durch mit dem Buch, oder was? Ernsthaft? Ach so, bei dir muss ich noch gucken. Ich kann dir gar nicht sagen, wie du auf der Arbeit sein sollst. Okay. Ich dachte, das kann man bei jedem reinschreiben. Ihr Spaß ist aber nicht besonders groß geworden dafür, dass sie jetzt die ganze Zeit am Lesen war. Na gut. Geh nochmal ganz schnell baden.
Ja, ich werde da noch einmal mitgehen. Jetzt konnte sie jetzt natürlich gar nicht baden gehen. Das ist natürlich etwas doof. Ja, da steht im Endeffekt nichts anderes drin, als vorher auch schon da drin gestanden hat. So, einen Kollegen um ein Kristall bitten. Synthetik haben wir den wahrscheinlich jetzt eher weniger. Moment, könnte der uns, die uns... Okay. Um Metall bitten. Da steht aber um Kristall. Aber ich frag mal einfach. So, was ist mit der? Bei der stellen wir uns gleich auch mal vor. Bei ihm auch. Sonst haben wir jetzt hier gerade niemanden. Nö. Ja, dann gucken wir mal, ob wir jetzt hier irgendwas bekommen. Wir haben Vom wohl. Karamusti. Aber zum Hilsoise, Verbleiben. Jinseba? Ah, jetzt macht's es. Hier nimm. Okay. Aber Oh, sie braucht auf jeden was genau, Fall. Parasa. Sie braucht auf jeden Fall ein Kristall. Am Erfinder-Erbauer Brainstorm. Synthetik. Synthetiknahrung. War das jetzt hier? Ah nee, das ging ja nicht wegen der Pflanze. Okay, dann brainstormen wir hier erstmal. Durch das Experimentieren hat Leonie Sparks ein paar Ersatzteile erhalten. Aha. Okay. Ich habe zwar nicht experimentiert, sondern ich habe gebrainstormt, aber okay. Stell dich dann danach mal bei ihr freundlich vor, würde ich sagen. Analyse üben. Das war aber nicht hier, das war da. Brainstormt die jetzt hier noch lange? Hallo? So. Schöne. Bumine Freunde. Oh, Meschke. Um Kristall. Papa, even Ah, they so. Papa moi Zirksel? Pilpin. Lieber. Dürfner. Wieso no? Kimmelu. Mama Ah, Schubini. sehr schön. Oh, Ripple. Mit ihr soll ich plaudern? Achso, das habe ich schon, okay. 10 Minuten mit Erfindungsbauer plaudern. Jinseba? Karu. Some BC. Komm, mach mal die Analyse hier. Level 3 der Logikfähigkeit erreicht.
Ah, ich kann jetzt Schach- und Kartenspielen, okay. Ein Metall analysieren. Welches davon ist Metall? Keine Ahnung. Und dieser Kristall, also das ist ein Kristall. Das denke ich mir mal mit Metall sein. Ich weiß es nicht. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung davon. Herzlichen Glückwunsch zu Beginn deiner Elementesammlung. Denk über den Kauf eines Ausstellungsregals für Elemente nach, damit du sie besser zur Schau stellen kannst. Okay. Neues Element gefunden. Sehr schön. Allerdings lässt die Energie und so weiter ziemlich nach. Fühlt sich auch unwohl. Das ist natürlich nicht so gut. So, aber anscheinend war das jetzt nicht damit gemeint mit analysieren, oder? Ah, doch. Okay. War nur noch nicht lang genug. Peppa Moy Zirksel? Philpin. Bluggy Bluny Nagilna Schmoony Newbeam Shorg. Yeah, to be. Brinable Chelky. Okay. Uh-huh. Yips. Also, ich würde sagen, dass wir das erstmal ausnutzen und uns mal eben hier duschen gehen. Was ist los? Schätzelein, geh mal auf Toilette. So, viel Zeit haben wir jetzt leider nicht mehr. Dann würde ich sagen, dass wir uns hier... Können wir noch einen Snack kaufen? Ein Sandwich, okay. Dass wir uns noch auf die Schnelle einen Snack kaufen. Ja, ich weiß, aber so hast du zum Jason hat heute Geld nach Hause gebracht. Das ist schön. Hätte ich das vorher gehabt, hätte ich wenigstens auch was Besseres machen können. Nein. Lesen, was haben wir denn hier? Das sind die gleichen. Das sind also keine Wissenschaftssachen, okay. Karriere. Wissenschaftliche Abhandlung schreiben. Dann machen wir das doch mal. Dummerweise geht jetzt bei mir gerade der Staubsaugerroboter im Hintergrund an. Ich hoffe, dass ihr den jetzt nicht hört, weil ich habe hier die Tür zu. Der Arbeitstag von Neoli endet in einer Stunde. Jetzt hat sie sich natürlich gerade hingelegt. Das ist nicht gut. Nein! Ach, ich stand auf Vorspulen. Mist. Sie verdient jetzt 8 Dollar pro Stunde mehr. Sie hat zudem folgenden Bonus erhalten. 192 und neue Kleider. Und ich kann zu den Sternen reisen. Was auch immer das jetzt heißen mag. Vielleicht können wir dann ja demnächst zum Mars reisen oder so. Okay. Damit würde ich dann sagen, die sind so dermaßen geschafft. Ich glaube, sie schafft es jetzt gerade mal so überhaupt noch ins Bett rein, um zu schlafen. Deshalb würde ich jetzt einfach mal sagen, dass wir uns damit jetzt für diese Folge erstmal verabschieden. Er sieht auch nicht mal ganz frisch aus. Ich denke mal, er wird jetzt auch gleich ins Bettchen gehen, wenn er sich was zu essen gemacht hat. Und dann hoffe ich, dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dann. Ciao.